Vor einiger Zeit habe ich dieses Beil, diese Axt, diese EDC-Axt von Midgard-Messer vorgestellt. Ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast. Oben beim I-Klicken. Und ich bin gerade beim Midgard-Messer und schaue mir die Werkstatt an. Und da bin ich auf dieses Ding hier gestoßen. Und das ist eine Tasche. Und wenn du jetzt sagst, es soll ja um Messer gehen und nicht um Taschen. Glaub mir, gib mir eine Minute Zeit, denn dieses Ding ist absolut genial. Meine neue Taschenliebe. Und wenn du wissen willst, was die kann, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin heute am schönen Bodensee, nämlich beim Dirk Hofmeister von Midgard Messer. Ich danke dir, dass ich die Möglichkeit habe, vorbeizuschauen. Ich bin eigentlich wegen Messer hier und dann komme ich da an dem Platz vorbei und da hat er dieses Ding liegen. Und ich sage zum Dirk, du Dirk, was ist denn das? Und er sagt, unsere Tasche. Und diese Tasche hat es in sich. Schau dir das einmal an. Dirk, magst du uns zeigen? Ja, das ist unsere EDC-Tasche. Produziert wird die von Phantom Gear. Die Leute, die sich damit auskennen, wissen, wer Phantom Gear ist. Das ist eine Tasche, mit der kann man viel anstellen. Also, die hat hier zum Beispiel so einen Schnellverschluss. Da kommt ihr ganz schnell an eure Sachen dran. Einfach zippen, habt das offen. Ja, hier habe ich zum Beispiel unser Valhalla drin. Da kann man auch eine Schusswaffe reinmachen für Jäger. Man kann zum Beispiel auch die Schusswaffe von hier drin nach draußen dann aufkleppen. Ah, das schauen wir uns dann an. Das schauen wir uns an. Aber das ist super. Du, ja. Weißt was? Wenn du jetzt genau erklärst, worum es dabei geht, glaube ich, dass alle sagen, also, ja. Wir fangen mal mit der Front an. Das Besondere ist, dass ihr diese Elemente, die es hier gibt, zum Ankleppen, die in jeder Art und Weise an die Tasche dran machen könnt, wie ihr wollt. Ihr könnt das anordnen, wie ihr wollt. Wenn ihr vorne eine neutrale Tasche wollt, könnt ihr einfach unseren Patch abnehmen. Ihr könnt diese Halterung abmachen und könnt euch einfach hier eine neutrale Oberfläche machen. Das geht voll zivil aus. Ja, das soll ja auch so sein. Ja? Mhm. Also es gibt ja Leute, die im Prinzip ja was anderes drauf haben wollen. Und wir können dann auch später mal diese Deckpatches so machen, wie der Kunde es haben will. Ne? Orange? Orange wäre cool, ja. Orange, dass man bald gesehen wird. Für einen Jäger zum Beispiel Für einen Jäger. Wir können es auch neutral machen, hier so schwarz mit so einem Muster oder so. Voll cool. Ne? Und wenn jetzt zum Beispiel ein Polizist seine Schusswaffe verdeckt tragen will, dann hat er die hier drin. Und wenn er dann hier abzieht und das wegwirft, kann er hier seinen Polizeipatch reinmachen. Ah, du meinst, dass das zum Beispiel hier, ich weiß, dass es kein genau. Polizeipatch ist. Aber so könnte sich jetzt ein Polizist, der seine Schusswaffe verdeckt tragen will, könnte sich zu erkennen geben, indem er das wegreißt und dann ist das Polizeipatch einfach drunter. Das ist cool, ja. Ne? Also diese Klettfläche macht Sinn. Wir haben hier noch mal ein Fach, so ein Organizer-Fach. Da könnt ihr Kugelschreiber und so reinmachen. Hast du noch gar nicht gesehen, gell? Ja, das ist cool. Ne? Das ist ziemlich geil. Und innen drin haben wir hier praktisch diesen Schnellzipper. Den kann man dran machen oder weglassen. Das heißt, diesen Schnellverschluss, wenn ich sage, das brauche ich nicht, dann gebe ich diesen Skelettteil weg und dann ist auch gut. Du kannst es einfach wegmachen, aber wenn du jetzt schnell an deinen Inhalt musst, dann lässt du den dran und dann kannst du hier im Prinzip, ne, wenn die Tasche zu ist, ich zeig das jetzt mal so salopp, ziehst du einfach hier an dem Zipper und hast es sofort griffbereit. Sehr cool. Ne? Sehr cool. Und dann kannst du eben, das finde ich einfach das Geile an der Tasche, du kannst durch diesen Klett, kannst du das immer wechseln. Du kannst hier sagen, ach, ich mache heute da mal das rein. Ne? Dann kannst du sagen, nee, Kugelschreiber brauche ich vorne. Mhm. Ne? Und dann klemmst du den einfach vorne dran. Genauso gut könntest du auch deine Schusswaffe hier vorne dran kletten, ohne Probleme. Das hält auch ganz gut. Ich zeig's mal. Mhm. Wir haben hier so einen Zipper drin. Hier zum Beispiel, jetzt zeige ich mal, man kann auch große Taschenlampen reinmachen. Das ist jetzt eine Leihgabe von Jojo Select Light. Ah, okay. Das ist so ein Taschenlampenspezialist in Deutschland. Gibt's den auf YouTube? Den gibt es auf YouTube, ja. Sag mal was, Jojo, oder? Jojo Select Light. Sag mal was. Ja, das ist ein ganz netter Kerl, das ist so der Manka-Verkäufer, der hat die Manka im Sortiment, habe ich recht? Ja, die ist super, ja. Die ja, sehr cool, sehr cool, ja. Wenn ich an Lampen was brauche, dann frage ich immer Jojo, weil der kennt sich so gut aus, der hat ein geiles Sortiment, ist ein ganz netter Typ, ne? Und der hat mir die Lampe mal gegeben, hat gesagt, komm, mach die mal in deine Tasche, guck mal, wie das passt, weil die ziemlich fett ist, aber die passt 1A rein, wirklich gut. So, dann haben wir hier, das ist so eine spezielle Halterung, da ist jetzt hier unser Valhalla drin, ne? Einfach um das mal zu zeigen. Und diese Halterung, die kann man einfach wegschalten. So, ne? Und dann kann man das so zusammen machen, einfach so. Ja. Und dann kann man das durch jede Gürtelschlaufe durchziehen, auch durch eine Gürtelschlaufe von der Schusswaffe, von einem Holster. Okay. Es spielt dann keine Rolle. Und dann kannst du das praktisch hier vorne einfach drauf machen. Zack. Es hat die gleiche Größe fast.
Und da kannst du deine Schusswaffe vorne griffbereit tragen. Ja. Wenn du das Jäger, aber, zum Beispiel, ne? Jäger zum Beispiel, ja. Oder Polizisten oder ja. Was auch immer. Ja. Oder Messer. Ne? Ja, Messer. Für Messer, den, Messer, Messer, uns, oder, Messer oder was auch immer. Du kannst natürlich auch hier ne, Taschenlampe vorne tragen. Geht ja. Genauso. Ja. Ja. Ne? Ah, da ist hinten was drauf, deswegen hält es nicht. Ja, ja, das ist, da ist hier, ja. Da sind hier unsere Klettpatches dran. Da kann man dann zum Beispiel. Die sind Molle-kompatibel, gell? Die sind Molle-kompatibel, genau. Und da kann man dann zum Beispiel hier, ich habe hier einen Kugelschreiber, den suche ich jetzt gerade. Na, egal. Und ach, hier ist er. Hier zum Beispiel taktischer Kugelschreiber, brauche ich vorne, weil ich viel schreiben muss, patche ich vorne drauf. Ne? Oder weil ich schnellen Zugriff auf meinen Kubo dann haben will, könnte man auch so sagen, oder? Könnte man auch so sagen. Könnte man auch sagen, ja, ja, aber genau. Sagen wir natürlich nicht. Also ihr seht, nicht, ja? Die Tasche lässt da wirklich viel zu. Und dieses Teil hier ist extra so gemacht, dass du das praktisch einfach durchziehst. Ne? Super. Das heißt, alle TPU-Scheiden, die es bei deinen Messern gibt, die man natürlich auch bei mir im Shop kriegt, aber natürlich auch beim Dirk, die kann man hier durchbauen. Ne? Die kann man hier, ja genau. Und das geht auch für eine Knarre, also für ja. Eine Schusswaffe. Oder ja. Für, oder ein Jet-Protector oder sonstiges. Ne? Für, was ja. Auch immer, was du da einklipsen willst. Aber, alles, was eine Gürtelschlaufe hat. Aber es muss ja nicht unbedingt der Waffe sein. Du kannst hier, das ist dieses modulare System, du kannst ja. Hier von Tasmanian Tiger Sachen aufbringen, du kannst was von Helicontex aufbringen, von Five-Element, ist vollkommen egal. Spielt keine Rolle. Durch dieses modulare System, ja, wirklich wir haben cool. Ja hier, wir haben zum Beispiel auch hier so ein Ding hier von, wen ist das? Helicontex. Helicontex, da könntest du jetzt hier reinmachen, so, ne? Fertig. Ja. Und wenn du sagst, du brauchst das drin, ne? Ja, du brauchst das Element, du brauchst das Element raus, ja. Dann klebst du es halt hier drauf. Sehr cool. Das ändert halt immer die Optik von der Tasche, das finde ich ziemlich geil. Und hinten? Hinten, das ist ein Fach für AR-15 Magazine oder für Handys. Ja, 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 ja klar. Ja. Aber die Größe ist so AR-15, ne? Ja. Also diese Tasche kommt einfach aus dem taktischen Bereich, das muss man dazu sagen. Aber ist, uns, ist eine taktische EDC-Tasche, würde aber ich sagen. Aber kann man auch so als EDC verwenden, auch wenn absolut. Man taktisch ist. Echt cool. Deswegen haben wir es auch so gehalten, dass ihr vorne die Front euch selber gestalten könnt. Ne? Mhm. Dass wenn ihr sagt, ihr braucht das nicht so taktisch, aber findet die Tasche geil, dann einfach der Cover drauf und dann sieht die entschärft aus. Ne? Echt, echt fett. Ja, ja, ist schon ziemlich geil. Ich finde sie auch gut. Ich bin ja kein Taschenträger. Ich volle. Ich fand Taschentragen immer ein bisschen feminin. Ne? Da stehe ich drauf. Ja, ja. Aber ja. Das finde ich wirklich cool. Ne? Ich bin in diese Tasche verliebt. Ich habe einen Taschentick. Nicht nur einen Messertick und so, sondern einen Taschentick. Und ja. Der liebe Dirk hat gesagt, ich kann sie mir mitnehmen und darf sie zwei Wochen intensiv testen. Ja, zieh sie richtig durch die Scheiße. Richtig hart tragen, mach viel damit. Probier sie aus, ich belaste sie ein bisschen, die hält schon was aus. Das ist wirklich Qualität. Ja. Und ich werde dann in 2 Wochen wieder hier am Kanal berichten. Hm. Und solltest du dich für diese Tasche interessieren, so ganz unverbindlich, gebe ich dir natürlich den Link da nach unten. Da kannst du dich auf eine Liste eintragen, ob du so eine EDC-Tasche so schlank und trotzdem so funktional brauchen könntest. Das wäre großartig. Dirk, gibt es noch irgendetwas, was ich vergessen habe, was wir da noch sagen müssen, außer dass sie saugenial ist? Also ich wüsste jetzt nichts, ich glaube, wir haben alles gesagt. Ich finde die Tasche auch ziemlich cool und wir werden noch Deckcover machen mit dem großen Midgards-Messer-Logo für unsere Fans natürlich, ne? Wo das dann schon hier drauf ist, also ohne diesen Rubberpatch. Ne? Entweder so ja, oder dann halt dieses Deckblatt. Ich denke mal, bei Reini Rossmann wird es im Shop dann wahrscheinlich ein oranges oder was auch. Ja, orange wird gut dazu passen. Ja. Wird ein oranges Deckcover geben. Ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr als Deckcover-Farbe cool findet. Das ist eine Idee. Dann kann man sich dann vielleicht mal drauf einstellen. Du darfst alles schreiben, außer Pink. Pink ist nicht erlaubt. Pink ist nicht erlaubt. Nee, ich darf. Machen wir nicht. Alles klar. Dirk, ich danke dir recht herzlich. Wenn du Fragen hast, stell sie uns sehr gerne. Daumen nach oben oder nach unten. Link natürlich auch in meinen Shop. Und ja, trag dich ganz einfach ein und sag uns, ob du die genial findest. Ich wünsche dir alles Gute, dein Reini Rossmann. Bis dann und ciao, ciao.